Walters schlimmstes Date. Es tut mir verdammt weh, ich mach das nicht mehr. Tut mir leid. Dennis trifft die Frau seiner Träume. I want fly tomorrow with you to Las Vegas to marry you. Und Walters Herz bricht für immer. Klitschko, you do it with me, Klitschko. All das und noch einiges mehr gibt's in einer neuen Folge Traumfrau gesucht mit unserem Lieblings-Walter. Und das Ganze wird von mir natürlich auch wieder kommentiert, parodiert und analysiert. Am Ende der letzten Folge waren Elvis und Dennis ja zusammen in irgendeiner relativ miesen Bar. Und Dennis hat da ziemlich offensiv und eklig Frauen belästigt. Bist du der? Toll. Nachdem die beiden dann am nächsten Tag aber ausgenüchtert waren, haben sie dann wieder ein offizielles Date von der Partnervermittlerin gehabt. Und zwar wie üblich schon wieder mit ziemlichen Traumfrauen. Lena wartet auf Elvis und Mascha möchte Dennis kennenlernen. Puh, also ich ganz persönlich finde ja gerade die von Elvis ist wirklich ziemlich heiß. Und er selber ist auch echt begeistert. Solide 3 auf der 10er-Skala. Natura sehen die natürlich auch anders aus. Ja, ich war jetzt nicht total enttäuscht. Na gut, bei Aussehen ist natürlich nur das eine. Viel wichtiger ist der Charakter und da spielt die Sprache natürlich schon eine Rolle. Das klappt ja mal wieder super. Some girls speak German. No. Hervorragend. Und dann hat man sich aus irgendwelchen Gründen übrigens noch auf so eine Art Jahrmarkt getroffen und möchte da jetzt eigentlich auch was machen. Allerdings haben die Frauen wirklich auf gar nichts Bock. This is... No. Boah, was? Die möchte mit Elvis nicht auf irgendein Kinderkarussell oder so? Nee, also die Frau ist jetzt schon unten durch. Also mit der könnte man jetzt nicht zum Beispiel mal was Verrücktes machen oder so, ne? Am Ende finden die vier dann aber doch noch eine tolle Tätigkeit, die sie auch alle zusammen machen können, nämlich bumsen. Also in einem Autoscooter natürlich. Zwei Dicke in so einem kleinen Autoscooter, das geht nicht gut. Genau, und deswegen geht immer ein Mann mit einer Frau in einen Autoscooter. Und das werden die Frauen noch bereuen. Auch die Männer ans Steuer zu lassen, war wohl von den beiden Damen keine gute Idee. Ja, das stimmt, denn die beiden fahren wirklich genauso, wie sie charakterlich drauf sind. Echt nicht gut. Schon ein bisschen gelenkt, da war die schon am Schreien. Gerade Elvis' Date leidet dann richtige Todesängste. Gut, dass das M in Elvis ja aber für Mitfühlen steht. Ja, als ob ich sie umgebracht hätte oder irgendwie sowas. Naja gut, liebe Frauen, aber vielleicht müssen sich die zwei Männer ja auch nur erstmal ein bisschen einfahren. Und außerdem seid ihr erst seit ungefähr 5 Minuten oder so auf dem Jahrmarkt. Wie wär's denn, wenn ihr einfach noch eine Runde dreht? Tja, na gut, irgendwie kann ich ja die Frauen verstehen. Und vielleicht haben die sich ja auch einfach ein bisschen mehr Sicherheit im Autoscooter gewünscht. Damit aber wenigstens du dich jetzt im Internet sicher fühlen kannst, solltest du dir unbedingt mal den Sponsor des heutigen Videos angucken. Das ist nämlich CyberGhost VPN. Der verbirgt nämlich eure IP-Adresse und leitet eure Daten durch einen verschlüsselten VPN-Tunnel, damit auch wirklich niemand weiß, was ihr so im Internet treibt. Also zum Beispiel schreckliche Traumfrau-Gesucht-Videos auf meinem Kanal angucken. Nicht einmal CyberGhost selbst übrigens. Aber das ist natürlich noch nicht alles, denn CyberGhost VPN ist auch perfekt für TV-Freaks wie uns, weil man damit viele Geoblocks einfach umgehen kann. Wenn also ein bestimmter Film oder eine Serie oder manchmal sogar eine ganze Plattform hier in Deutschland nicht erreichbar ist, kein Problem, dann ändert man einfach seinen Standort. Und das funktioniert dann bei 38 Streaming-Diensten und natürlich auch den ganz großen wie Netflix, Amazon Prime, HBO Max und auch noch, wie gesagt, vielen anderen. Ein besonderes Highlight ist dann auch noch, dass man den spannenden Weltmeisterschaftskampf in der Formel 1 einfach kostenlos verfolgen kann. Beim österreichischen ORF zum Beispiel, der Deutsche ohne VPN nämlich sofort aussperrt. Wenn man das alles bedenkt, dann wundert es natürlich auch nicht, dass CyberGhost weltweit schon über 36 Millionen Nutzer hat und trotzdem ein cleanes 5-Sterne-Rating bei Trustpilot. Außerdem kann man CyberGhost VPN auch noch auf allen gängigen Plattformen benutzen und ein einziger Account reicht für bis zu 7 Geräte. Das heißt, wenn du jetzt gar nicht so viele Geräte haben solltest, dann kannst du damit nebenbei auch noch deine Freunde oder deine Familie glücklich machen. Und wenn es dann doch mal Schwierigkeiten geben sollte, dann hilft natürlich der deutsche Support, der 24/7 für euch da ist. Wenn du das Ganze jetzt ausprobieren möchtest, habe ich gleich mal einen 84% Rabatt für dich. Einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken und dann kostet das Ganze nur 1,95 im Monat. Außerdem sind dann auch noch die ersten 4 Monate kostenlos und man hat eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Es gibt also überhaupt kein Risiko. Kein weiteres Risiko eingehen möchte dann übrigens auch Elvis mit seinem Date und serviert es deswegen auch härter ab als in einem gelben Sack am Mülltag. So, I have not more longer time. I have to go to another date.
Ja, tolle Lüge. Und apropos anderes Date, auch Walter hatte ja in der letzten Folge ein sehr spezielles davon, bei dem so ganz nebenbei auch nochmal seine sexuellen Neigungen aufgedeckt worden sind. Oh ja, ich glaube, du solltest ein ledernes Höschen tragen und eine Peitsche dabei haben. Okay, das stellen wir uns dann jetzt lieber nochmal ganz kurz ausdrücklich nicht vor und gucken uns mal an, was Walter heute wieder vorhat. Natürlich wieder was ganz Besonderes. Es gab zwar Minigolf im Hotel, aber das war mir zu 0815. Das spielen die älteren Herrschaften. Genau, und da Walter ja immerhin schon seit 15 Jahren 51 ist, ist er natürlich noch nicht ältere Herrschaften. Was man nicht zuletzt daran erkennen kann, dass er sich heute die Hose wieder bis zum Bauchnabel hochgezogen hat und seine Frauen heute gerne erschießen möchte. Play Paintball. You know Paintball? Cool, also zum einen, dass ich gar nicht wusste, dass das internationale Geräusch für Paintball ist und zum anderen auch, weil seine eine Datepartnerin das wieder ganz besonders interpretiert. Das ist wieder ein Zeichen für seine Vorliebe für Sadomaso. Und merkwürdigerweise scheint dieser erneute Vorwurf, was das angeht, dann wirklich zu stimmen. Walter möchte wohl wirklich unbedingt gerne mal erschossen werden. Da haben sie jetzt eben die Möglichkeit gehabt, zurückzuschlagen und mich mal ins Kreuzfeuer zu nehmen. Ja, und dann wollte Walter eigentlich super gerne mit einer der Frauen zusammenkämpfen, aber die hatten da beide keinen Bock drauf und haben ihn lieber die ganze Zeit erschossen. Blöd, dass er mit dem Spiel auch irgendwie technisch nicht so richtig klargekommen ist. Geht die Waffe nicht hier. Naja, und wenn die Frauen jetzt lieb gewesen wären oder Walter ein bisschen gemocht hätten, dann hätten sie bestimmt irgendwann aufgehört, auf ihn zu schießen. Haben sie also natürlich nicht getan, sondern voll durchgezogen. Und während Walter dann die ganze Zeit getroffen wurde, ist ihm plötzlich aufgefallen, dass Paintball ja überhaupt gar kein pazifistisches Friedensspiel ist. Na, also das ist aber auch wieder ein Schnelldenker. Dass plötzlich dieses Spiel eigentlich ein Militärspiel ist und das ist mir in dem Moment klar geworden. Ja, und deswegen tut Walter das Einzige, was ein Mann in dieser Situation ehrenvoller und vernünftigerweise tun sollte. Er läuft peinlich weg wie eine Weichflöte. Ja, und während Walter noch eine Pause braucht und ein bisschen so aussieht, als wäre er von 7 LKWs gleichzeitig angefahren worden, feiern die Frauen eine dicke Party. Ah, you're going good. Oh, scheiße. Okay, während Walter langsam stirbt, gucken wir mal wieder zurück zu Dennis. Und der kämpft gerade mit seinem Date um ein bisschen Zuckerwatte. Ja, und um es dann noch ein bisschen erwachsener zu machen, kauft Dennis seiner Frau auch noch ein ganz besonderes Präsent, nämlich einen Heliumballon in der Form des chinesischen Generalsekretärs. I'm feeling like I'm 15 and I'm in the park with my parents. Nee, du, das ist jetzt aber schon irgendwie unfair, weil ich finde, mit 15 hätte man solche Sachen wie das gleich auf jeden Fall nicht gemacht. Das macht man, glaube ich, eher, wenn man 8 ist. Nice, ja? Yeah. Yes. Und um die Frau dann noch weiter zu beeindrucken, zeigt Dennis auch noch zwei seiner weiteren Supertalente. Erstens, random unpassende deutsche Begriffe in englische Sätze einbauen. Und zweitens, richtig merkwürdig lachen. I have a good feeling with you, Schnucki. Dann entwickelt sich Dennis übrigens auch noch spontan zum Deutschlehrer und bringt der Frau ganz, ganz wichtige und tolle Sätze bei. Ich bin mir sicher, sollte sie irgendwann mal nach Deutschland kommen, wird sie das sehr, sehr oft brauchen. Dennis, du bist? Eine geile Sau. Eine geile Sau. Am Ende findet dann Dennis aber jedenfalls, dass das wirklich ein super Date war. Und die Frau hat natürlich auch eine Meinung. Genau die gegenteilige. Thank you. Walter hat sich währenddessen beim Paintball übrigens noch für eine zweite Runde entschieden. Und er trifft natürlich wieder kein einziges Mal, hat dafür aber immerhin eine wirklich schlechte Ausrede parat. Eine Frau, die man mag, die Waffe auf sie zu richten, es ist etwas, was man im Innersten total widerstrebt. Ja, aber es bleibt halt dabei, den Frauen widerstrebt das nicht. Und die zielen auch auf ganz besondere Körperteile. Ich habe ihm in die Eier geschossen und getroffen. Da hat er geschrien. Und ich weiß ja nicht, weil ein bisschen tut mir Walter ja schon echt leid bei den folgenden Bildern. Aber gleichzeitig sind das für mich auch mit die lustigsten Szenen, die es in diesem Format überhaupt jemals gegeben hat. Es tut mir weh, ich mag's nicht! Und dann hat Walter wieder mal einen seiner legendären und wundervollen Ausraster. Ich frage mich manchmal, wie viele von diesen Mikros der eigentlich so über die Jahre kaputtgeschmissen hat. Ja, und dann zeigt uns Walter nochmal ganz genau, an welchen Stellen er überall getroffen wurde. Und liebe Zuschauer, solltet ihr unter 57 Jahren alt sein, solltet ihr die nächsten 5 Sekunden vielleicht lieber überspringen. Hier, schaut mal an hier. Sieh hier.
Dankeschön. Um den Frauen dann aber ein ganz doll schlechtes Gewissen zu machen, kommt Walter doch nochmal näher und zeigt es einfach nochmal. Und warum genau trägt er eigentlich nur Borussia Dortmund Badehose als Unterwäsche? I will show you here. Look, one, two, three. Na gut, aber Frauen sind ja bekanntermaßen das emotionalere und empathischere Geschlecht und die werden doch jetzt bei diesen Bildern wahrscheinlich in Tränen ausbrechen und sich die ganze Zeit bei Walter entschuldigen, oder? Als ich Walters Wunden gesehen habe, habe ich überhaupt kein Mitleid empfunden. Oh Mann, ich liebe diese Folge, aber wir gucken dann natürlich gerne auch nochmal zu Dennis und Elvis, die sind mittlerweile in irgendeiner Bar abgestiegen und da machen sie dann auch wieder Sachen, die sie richtig gut können, nämlich wieder viel zu viel Deutsch reden. Und nachmittags schon saufen. Pils? Nee, Schatz, Bier. Mach Bier und dann sind wir mal weiter. Elvis versucht dann mit der Bardame auch gleich ein bisschen zu flirten. Und ich glaube, das ist mit die schlechteste Lüge, die ich jemals gehört habe. We are the most beautiful boys in Germany. Dennis reagiert dann darauf auf die einzige Weise, die auch irgendwie relativ passend ist. Ich versuche es jetzt mal ganz kurz nachzumachen, also. Okay, ich kann's nicht. Die beiden unterhalten sich dann noch ein bisschen und Elvis erklärt nochmal, warum er eigentlich Osteuropa so toll findet. Schön, dass es wieder mal nur um den Charakter geht. Ich habe nicht eine Frau gesehen unter 30, die fett ist. Dann sagt merkwürdigerweise ausgerechnet Dennis mal etwas sehr, sehr Wahres. Und ich frage mich ein bisschen, warum das Display auf dem Kassencomputer im Hintergrund ein bisschen so aussieht, als hätte da irgendein Kind mit Paint einfach nur irgendwelche Formen drauf gemalt. Das fehlt zu oberflächlich. Meinst du? Ich achte nur auf den Körper. Muss aber ein bisschen auf die inneren Werte schauen. Gute Äußerung von Dennis, aber das kann jetzt, glaube ich, wirklich niemand glauben. Und Elvis übrigens auch nicht. Immerhin beschreibt er aber dann schon mal Dennis' Traumfrau. 120 Kilo, ja, mit einem Kopftuch und Goldzähnen und die würdest du sofort knallen, ja. Dann erzählt Dennis aber nochmal, dass er ja mit ernsthaften Beziehungen durchaus schon so seine Erfahrungen gesammelt hat. Denn er war unironisch ja sogar schon mal vorm Traualtar. Ja, ich habe mit 18 geheiratet. Mit 18? Ich war 3,5 Jahre verheiratet. 3,5 Jahre? Nee, also so eine lange Zeit mit einer Frau kann Elvis sich nicht mal vorstellen. Mit einer wirklich interessanten Begründung. Bei mir hat es nie länger als 3 Monate gedauert. Wieso? Ich hätte immer mal keinen Bock mehr auf eine Frau. Grundsätzlich ist es jetzt aber wirklich so, dass sich Elvis schon eine Frau an seiner Seite wünscht. Und das sogar nicht nur für das eine. Naja, in der Hauptsache wahrscheinlich schon. Jetzt nicht nur zum Poppen, sondern auch so einfach so im Arm liegen und ein bisschen quatschen. Okay, und jetzt wird's wirklich noch absurder, weil Walter hat wieder seine wundervolle Kapitätsuniform angezogen und die Frauen in eine Schwimmhalle geladen. Und auch die müssen natürlich einen Dresscode erfüllen. Mit der Oberbefehlshaber der ukrainischen Marine zur See. Zur Grundausstattung gehört natürlich auch ein Bikini. Ja, und ich glaube, warum Walter das befohlen hat, das können wir uns alle sehr lebhaft vorstellen. Elena hatte aber so gar keinen Bock drauf. Sich ausziehen und im Bikini rumlaufen, wer ist der denn bitte? Hallo, Walter ist doch irgendwie Oberbefehlshaber der Marine. Natürlich muss man das befolgen, wenn er das sagt. Immerhin glaubt er das zumindest wohl selbst. Und auch zum Baden etwas mitnehmen. Das habe ich ausdrücklich gesagt, das hat sie schriftlich bekommen. Frau Nummer 2 hat sich dann aber immerhin dran gehalten und bekommt deswegen von Walter auch wundervoll billig aussehende Engelsflügelchen geschenkt. Ihre Begeisterung ist unübersehbar. Als er die Engelsflügel rausholte, schoss mir durch den Kopf. Nicht schon wieder so eine Show. Walter ist aber auf jeden Fall extrem begeistert von dem Anblick und formuliert das auf die widerwärtigste Weise, die man sich irgendwie vorstellen kann. Sie hat diese Engelsflügel sofort ganz willig angezogen. Sie ist sehr gut und ausgeglichen proportioniert. Apropos widerwärtig, dann gucken wir uns doch mal wieder an, wie Dennis auf Englisch flirtet. Das könnte ich ja nicht mal auf Französisch schlechter. Dennis, Germany. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehen kann, kommt das bei den Frauen aber scheinbar ganz gut an und Dennis darf sich dann einfach zu ihnen setzen. Ich hab auch keine Ahnung warum. Dennis weiß einfach, wie man mit Frauen umgeht. Ja, stimmt und das zeigt uns Dennis dann auch gleich nochmal. Und das Wichtigste scheint zum einen zu sein, dass man den Frauen einfach irgendeinen Vornamen gibt, den sie eigentlich gar nicht haben und sie danach lobt, obwohl sie nichts gemacht haben. You are Olga. Nice. Elvis hingegen hat eine ganz andere Flirttechnik, denn bei ihm geht auf jeden Fall Liebe durch den Magen. Deswegen hat er auch einen McDonald's geplündert. Would you like to eat a cheeseburger with me? Yes. Cool. Faszinierend, dass die Frauen sich, sobald ein Kamerateam da ist, irgendwie immer so leicht abschleppen lassen. Aber egal, Elvis lernt sie dann jedenfalls ein bisschen besser kennen. Auch wenn er wie üblich nicht mal ihren Namen versteht, aber whatever. Lola. Lola. Oh, thanks. Lola.
Lola, hey. Dennis bekommt das dann natürlich auch mit und ist von dem Anblick mehr als begeistert. Und schön, dass er wieder nur auf die wirklich wichtigen Stellen eines Körpers achtet. Das war ja wirklich ein absolut heißer Fee, ein ganz lecker Mensch. Elvis versucht dann wie immer richtig gut zu flirten und Komplimente, das muss man einfach sagen, die liegen ihm. Sollte er mal einen Flirtberater rausbringen, dann muss man den, glaube ich, auf jeden Fall rückwärts lesen. 18. Really? Yeah. Oh, you look... A bit older. Naja, aber kein Problem, dann nimmt einfach Dennis die Frau und ich habe keine Ahnung, was dann auch immer passiert. Aber obwohl die ungelogen wirklich noch keinen Satz geredet haben, fangen die dann plötzlich an, Dinge zu tun. Und zwischen den beiden ist es wohl die Liebe auf den ersten Blick oder sowas in der Art. Mhm. Und Dennis scheint es dann wirklich richtig hart erwischt zu haben. Gibt es jetzt etwa schon direkt ein Happy End? I want fly tomorrow with you to Las Vegas to marry you. Nee, Dennis, so schnell geht das aber nicht. Und man muss sich natürlich vorher auch ein bisschen körperlich kennenlernen. Und auch das geht bei den beiden echt ganz schön schnell. Achso, und übrigens hat nicht nur Ilona dann Dennis angefasst, sondern Dennis auch Ilona. Die meisten Bilder hat uns RTL 2 allerdings zum Glück erspart. Ich weiß ja, wo meine Hand überall gewesen war. Ich war bei ihr am Rum vor Werk. Walter ist in der Zwischenzeit bei seinem Date übrigens irgendwie umziehen gegangen und die Frauen gucken sich währenddessen mal seine relativ wertlosen Geschenke an. Na, die gab's wohl mal wieder beim Woolworth an der Kasse. Wie, da ist nichts drin. Nur das Preisschild ist drin, 7,99. Nichtsdestotrotz möchte Walter dann mit Lena eigentlich gerne schwimmen gehen. Aber die macht nochmal ganz deutlich, was sie eigentlich so von ihm hält. So. No! Ach, aber auch hier muss man nochmal ganz deutlich sagen, dass Lena das natürlich nur als lustigen Spaß gemeint hat. Sie wollte natürlich keinesfalls, dass Walter sich irgendwie blamiert fühlt. Als ich ihn ins Wasser geschubst habe, wollte ich, dass er blöd aussieht. Elvis hat währenddessen dann wieder so ein offizielles Partnervermittlungsdate und es scheint ausnahmsweise mal richtig angetan zu sein. Krass. Das ist ja wie ein Wunder. Ja, die sah schon eigentlich schon von sich aus schon sehr sportlich aus. Also okay, wir verstehen uns. Das wird ein richtig geiles Date. Ja, allerdings ist vielleicht der Ort ein bisschen problematisch, denn das ist eine Eishalle. Und wenn Elvis irgendwas auf der Welt nicht kann, dann ist es, naja, eigentlich ja alles. Aber Eislaufen kann er jedenfalls auch nicht. A deadly sport, is that? Dennis ist währenddessen mit seinem Date übrigens dann schon in einem Dessous-Laden verschwunden und dann sprechen sie noch darüber, was Dennis sich so am besten an ihr vorstellen könnte. Und ich muss mal echt gucken, wo schon wieder meine verdammten Kotztüten sind. I like what a Strapse in English. You know what I mean? Yeah. Damit Dennis dann aber auch wirklich das Richtige aussuchen kann, muss er natürlich erstmal wissen, wie Ilona so genau geformt ist. Auch das natürlich wieder mit allerbestem Oxford English. How big You are beautiful, you know what I mean. Möp, möp. Die Möp, Möp sind dann relativ schnell vermessen und dann zieht Ilona sich auch direkt was Schönes an. Und Dennis ist aber dabei so stark, dass er wahrscheinlich die nächsten 17 Wochen dehydriert sein wird. Ich kann das ja nicht in Worte fassen, wie lecker die aussah. Dann erlaubt Ilona Dennis auch noch, dass er ihr diese total überteuerten Dessous kaufen darf. Aber dann hat sie merkwürdigerweise keine Zeit mehr. Wahrscheinlich trifft sie sich mit ihrem Papa und der ist übrigens nigerianischer Prinz. Oh, honey, I don't have time now. I call you later. Dass Dennis an dieser Stelle aber offensichtlich nur ausgenutzt wurde und Ilona sich natürlich nie wieder bei ihm melden wird, das nimmt er trotzdem als positives Zeichen für die Frauen in Osteuropa. Positiv ist Dennis ja immerhin irgendwie. Da merkt man auch, dass die Damen hier nicht so nuttig sind. Walter hat währenddessen dann das Schwimmbad verlassen und möchte seinen Frauen am Abend natürlich wieder irgendwelche Geschenke überreichen. Und die dienen wie üblich auch dazu, dann sein Auge zu erfreuen. You see, it underlines your female weapons, yeah? Naja, und das Kleid findet Elena dann vielleicht noch ganz okay, aber dazu gibt's auch so billige Schuhe mit ganz vielen Steinchen drauf. Das ist dann definitiv nicht so ihr Geschmack. Das sind doch Schuhe für Stripperinnen. Sowas ziehe ich im Leben nicht an. Walter besteht allerdings darauf, dass Elena sich umzieht. Und das übrigens ganz nebenbei in einem Restaurant. Weil er immerhin 8 Euro bezahlt hat, um sie halb nackt zu sehen. Das muss jetzt also sein. I get very angry if you do not dress this now. I tell you, I get very angry. Elena beweist dann aber glücklicherweise, dass sie eine starke Frau ist und tut das natürlich nicht. Und Walter reagiert so, wie man es von ihm kennt. Also wie ein trotziges Kind. Thank you very much. Später am Tisch wird Elena dann übrigens nochmal sehr deutlich und hat einiges in Walters Richtung zu sagen. Und sie hat einfach zu 1970% recht. Wenn du dich nicht kontrollieren kannst, solltest du dir einen Psychoanalytiker nehmen, der dir vielleicht hilft. Aber das kann Walter absolut nicht hören. Und dann ist es auch soweit. Und sein Herz zerbricht. Vielleicht für immer.
Elena geht dann wutentbrannt auf ihr Zimmer und möchte jetzt sofort abreisen. Vorher reagiert sie sich aber noch ein bisschen an Walter ab. Oh, Walters Geschenk, Walters Kopf, Walters Sch. Tja, wie das weitergeht, das erfahren wir dann natürlich in der nächsten Folge von Traumfrau gesucht. Wenn du das also nicht verpassen willst, würde es mich jetzt sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und an dieser Stelle gibt es natürlich außerdem auch nochmal ein großes Dankeschön an unseren heutigen Sponsor CyberGhostVPN, ohne den solche Videos gar nicht möglich wären. Wenn du also nach noch mehr Schutz im Internet suchst und auch eine Möglichkeit, alle möglichen Geoblocks zu umgehen, dann drück jetzt unbedingt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und schütze noch heute alle deine Daten für nur 1,95 Euro im Monat. Gut, aber das musst du jetzt streng genommen sowieso wieder tun, denn sonst musst du mit Walter ins Schwimmbad.